Traditionell fiel der Startschuss zur IFA 2008 in diesem Jahr bei der Eröffnungspressekonferenz am Mittwoch. Mehrere hundert nationale und internationale Journalisten und Kamerateams waren gekommen, um neueste Informationen aus erster Hand zu erhalten. Noch größer wurde die IFA in diesem Jahr. 1245 Aussteller aus 63 Ländern zeigen auf der größten Messe für Unterhaltungselektronik ihre Produkte. Eine Neuerung gibt's in jedem Fall zu vermelden. Das hervorstechende Kriterium sicherlich in diesem Jahr ist die Integration der weißen Ware. Das ist sehr, sehr wichtig für diese Veranstaltung, dass wir unseren Kernbesuchern hier nochmal eine wesentlich bessere Produktpalette präsentieren können. Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung der IFA durch die Initiative Deutschland Land der Ideen. Das ist eine mittlerweile ja sehr anerkannte Initiative. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesem Jahr gewählt worden sind als einer der Orte, die diese Idee gut wiedergeben, und die Ehrung freut uns. Ungewöhnlich bei einer Messeeröffnung vor Journalisten war der Auftritt der britischen Band Lexington Bridge. Doch die Jungs sind nicht nur zum Singen und Tanzen gekommen, sondern auch sie interessieren sich für die Produkt-Highlights. Ich glaube immer so Spielkonsolen. Wir lieben Spielkonsolen. Wir haben eine PlayStation 3. Ich weiß, dass High Definition ist eine sehr große Rolle hier auf der IFA. Und immer. Und MP3-Players und Handys und alles. Alles, was Spielzeug. Auch wenn noch an vielen Ständen gewerkelt wurde, kann man sich schon auf viele Überraschungen auf der IFA 2008 freuen.